Hallo, liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Spielwald. So, jetzt zeigen wir euch Spiel zu dritt, Yukon Airways. Nicht wundern, das Spiel ist schon länger aufgezeichnet, das haben wir vor einer Weile zu dritt gespielt, da habe ich es auch aufgezeichnet. Zum Rest kam ich eben jetzt erst, deswegen ja, wünsche ich euch da einfach viel Spaß bei. Achso, wir müssen mal gucken, wer anfängt. Ne? Was haben wir heute? Der, wie viel denn? Der Elfte. Der Elfte, Elfte. ja, der Elfte. Der 11. Das ist so ein Anfangskalender jetzt, oder Ja, was? von Hans van Kroon. Ernsthaft? Ja. Geil. Ja. Wer zuletzt in einem See geschwommen ist. Also ich war letztes Jahr drüben im Epple. Im Sommer. Ja, gut. Ich bin schon im Fluss geschwommen, aber ich sehe noch nie. Ich war auch da, aber ja, ich war auch im See. Warst du auch schwimmen? Ich war auch schwimmen. Warst du auch schwimmen? Ich war auch schwimmen. Okay. Ja. Dann darfst du anfangen. Dann darf ich anfangen. Oh, war die Karte schon verknickt? Hey. Wolleck. Nein, nein. Reklamieren. Ja, genau. Cheater, er wusste genau, was so. Er sieht. Also bin ich heute eins, dann kommen es zwei und drei. Und dann müssen wir noch gucken, wer was dann kriegt. Dann kriegt man nämlich noch Startgeld. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Money, money, money. Money, 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 money. Ja, du kriegst nichts. Schwaben? Ach, scheiße. Du hast die Kamera falsch. Ja, nein, ich habe die Kamera nicht falsch eingestellt, aber ich habe wieder mal was vergessen. Ah, Mensch. Ach, wie immer. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, ich merke das schon hier. So, aber gleich haben wir's. Ja, was macht denn jetzt? Halt. So, jetzt. So, okay, also. Gut. Also jetzt müssen wir mal gucken, wie gesagt, was wir an Startgeld bekommen. Und zwar bekommen wir Spieler 1 bekommt 1 Dollar, wow. Dann kriegst du 2 Dollar und du bekommst 3 Dollar. Das ist ja der Knaller. Das ist Wahnsinn, gell? Ja, ich habe mehr wie drei. 2, 3 und 1. Na, das Aber ist ich glaube, der ja. Dollar ist gefälscht. So sieht der Dollarschein nicht aus. Ja, stimmt, nicht so bunt. So schön ist kein Dollarschein. Nee. So, ja, gut, dann muss ich jetzt ja mal gucken, was ich da so spiele. Und so. Dann guck mal. Ja, guck ich mal. Wo will ich denn hin? Was habe ich denn Nein, überhaupt? Nicht. Mhm. Muss man gleich mehrere entscheiden. Es wäre gut, wenn man weiß, wo man hin möchte. Ja, den ersten Ort mal. Den ersten Ort, das reicht ja erstmal. Okay. Mehr als 7 darf man ja nicht sein. Nee. Voll behindert, glaube ich. So, nicht das. Vielleicht soll ich das komische Luftreiniger ausmachen, dass der ganze Zeit Ja, so das kann man machen. Hex, Machst Hex. Du das mal? Ich weiß nicht, wie das geht. Da auf den Ausschalter drücken, ein bisschen draufbleiben am besten. So, warte mal, jetzt habe ich das und das. Gut, dann mache ich das nämlich. Dann lege ich mal. Also, wieder ein Steg. Also, erstmal muss ich erstmal einen Steg wählen. Halt, ha. Ich Aha. wähle den Steg hier und ich bekomme 2 Benzin. Benzin. Da ist der Carmen dran und wählt einen Steg. Ja, ja, ich habe schon ausgesucht. Ich möchte den da. Okay, dann darfst du, wenn du möchtest, 2 verschiedene Farben dann nehmen. Ja, ich weiß. Gut, ist super. Du musst 2 ein oder 2 ja, gleiche kannst du ja nicht nehmen. Ach so, stimmt. Ja, ich kann ja das gleiche nehmen. Ha, Aha, gut, du hast ja Geld, was du ausgeben könntest. Stimmt, ja, ja, genau so. Irgendwie, machst du das eigentlich sofort oder ich setzt erst jeder? Ein bisschen falsch gedacht gerade. Okay, egal. Den ersten Zug gleich mal verkackt. Super, den ersten Zug verkackt. Ja, so läuft's halt. Wo ist der überhaupt? Komme ich da hin? Ich denke nach Adam Riese. Das habe ich auch, das ist okay. Ja, muss jeder eins rauslegen jetzt, oder wie? Hab, ne? Jetzt muss man schon rauslegen. Und dann geht es der Reihe um in die Flugphase. Dann fange ich an, wähle Zielort, fliege los und so weiter. Was liegt denn da für Würfel? Der FC Bayern und Hässlich so. Hässlich bunte Würfel. Noch einen. Brauche ich aber fast gar nicht, den Sonderbonus. Oh, das ist doch kacke.
Da liegt aber auch nur das, das ist halt doof. Wer hat die Würfel so komisch farblich sortiert hier? Meine Güte. Echt ganz schlimm. Wer hat gewürfelt? Ach ja, Carmen. da würde ich nur eine Karte ziehen, ne? Ja, genau. Die Frage, brauche ich das? Das lasse ich echt gerade ein bisschen gucken. Das ist echt ein bisschen doof gelaufen. Das ist echt ein bisschen behindert gerade. Ich glaube, ich nehme den. Okay. Dann darf ich jetzt Würfel kostenlos verschieben. Einen? Stimmt, du darfst gleich einen Würfel kostenlos Würfel verschieben und ich verschiebe. Achso, man nimmt ja auch gleich die Würfel. Warte mal, sorry. Ja, okay. Dann muss ich erst anfangen, die Würfel nehmen. Sorry. Nee, willst du was verschieben? Naja, Moment, ich muss gerade gucken. Ich hab echt falsch gedacht. Das war echt doof von mir. Ja, das mit dem Denken mal so. Ruhe. Also ist natürlich jetzt, ja. Ich habe nur ein Geld, das ist mein Problem. Ruhe. Nichts denkt und Arm auch noch. Wollen wir nochmal alle zurückgehen, dass du nochmal neu entscheidest? Nee. Aufnahme neu starten? Nein, ich will da bleiben, wo ich bin. So. Kriegt das schon. Hat man das nicht voll gut ausgedacht? Das ist voll gut ausgedacht. Ja, ich habe mir das unglaublich gut ausgedacht. Glaube ich fast gar nicht, aber egal. Ha? Nix. Scheiße. Würde ich fast sagen. Ich würde fast sagen, Scheiße. Aber wohl, ich darf ja. No. Hey, Ruhe. Ich weiß gleich, dass Jens heute mitspielt. Ja, ich habe nicht. Ja, es war echt doof, was ich da gemacht habe. Die hätte ich. Na gut, dann mache ich so. Dann verschiebe ich den daher. Zahlt ein Geld. An mich, ja, schnell. Ja, ich zahle das. Und nehme jetzt die zwei Würfel. Ich hätte gern von meinem Steg den gelben und den grünen, bitte. Den gelben und den grünen? Ja. Bitte schön. Und den lege ich jetzt auf mein Flugzeug. Achso, ja, genau, richtig. So, da kommt es drauf. Das letzte Mal gepoppt. Das heißt Flugzeug. Warum Flugzeug. Ist ja. Also, warum? Das heißt Flugzeug, weil das fliegt und flugt doch nicht. Das arme Kind. Ja, das ist schon hart gebeutelt. Ja, schon anders. Ja. Ist das noch ein bisschen? Schiebe ich das noch ein bisschen? So. Ja. Der FC Bayern. Nehme ich mir schon zwei Benzin. Achso, ja, genau, das kommt ja auch gleich dazu. Ja. Alles habe ich ja schon gemacht. Ah, nee, habe ich noch nicht gemacht, weil ich habe ja das Benzin genommen. Gut, fällt eins weg bei mir. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Kannst du dann nochmal legen, weil das war ja zu doof, dass ich jetzt erst. Dann darfst du dann gern auch nochmal woanders hingehen, wenn du möchtest. Ja, das, die anderen bringen mir halt nichts, um zwei gleiche Farben zu nehmen. Weil ich da halt keine Karte für habe. Das ist halt das Blöde. Aber gut, das ist dann halt mal so. Ich darf aber irgendeinen verschieben trotzdem. Mhm. Und bekomme ein Benzin. Das bekomme ich ja eh vom Steg. Ja, richtig. Und darf man nur einen Steg verschieben oder darf man auch über. Du darfst so viel Geld, wie du ausgeben möchtest, darfst du auch verschieben. Ah, pro ein Geld darfst du. Er hat da einen kostenlos. Ich habe hier einen kostenlos. Ja, und man darf den. Ich darf auch von 1 nach 4 verschieben, oder wie? Ja, aber okay, kostet ja, halt 3 Geld. Pro Steg dazwischen. Pro Steg kostet sich ein Geld. Ein Steg ist kostenlos. Und nein. Weil er hat es kostenlos verschieben. Ja, er hat da einen Steg. Ein Steg. Und er darf einen Steg weiter verschieben oder so viele Stegs wie nein, er möchte. Nein, ein Steg. Und dann darf er nochmal Geld ausgeben und so viele weiter verschieben, wie er möchte. Das heißt, ich darf den von Steg 1 nur auf Steg 2 genau. verschieben. Genau. Und dann darfst du aber auch, wie gesagt, noch Geld ausgeben, um es weiter zu schieben. Genau. Du nimmst den? Ja, ist das halt so. Da bin okay. ich sowieso voll auf 7. Ja. Genau. Okay. Gut, was habe ich jetzt? 2 von denen.
Dann fliege ich erstmal nach Destruction Bay. Destruction. Das machst du jetzt auch direkt, oder? Ja, das mache ich jetzt direkt. Also das heißt, ich fange jetzt, ich habe einen Zieler gewählt, ich lege ein oder mehr Ticketkarten als Flugticket aus, das war das hier. Und dann schiebe ich Ticketkarten darunter. Und das werde ich auch tun. Und zwar schiebe ich die zwei hier noch drunter. Das sind auch nochmal zwei Geldteile. Das heißt, ich bekomme drei Geld. $3. So. Und dann gehe ich nämlich hier als nächstes und lege einen Würfel hier drauf. Ja. Und versetze dann mein Wasserflugzeug. Achso, aber noch zum Würfeln. Wenn ich die Würfel, die ich hier drauf lege, wenn ich nicht alle auf meine Ding fliege, bleiben die hier drauf oder wenn die dann... Nein, die kommen weg. Also du musst immer ein Flugticket spielen und du musst einen drauflegen, einen Würfel, wenn du hast. Ja. Wenn nicht, dann bist du einfach, dann ist eh deine Runde. Wenn aber hier halt ein Würfel übrig sein sollte, den behalte ich auch nicht für die nächste Runde, nein, der kommt weg. Nee, genau. Gut. So, dann fliege ich nach Destruction Bay und nehme mir natürlich den hier. Und darf dann nämlich hergehen und darf was verbessern. Dann mache ich nämlich das hier. Das hat mich jetzt 2 Sprit gekostet. Gut. Ich fliege nach Tungsten. Ich kann nichts runter. Also, es hilft ja nichts, eine runter zu schieben. Nein, das bringt nichts, genau. Aber du halt, es läuft auch so, wenn du jetzt zum Beispiel. Sag mal, du hast jetzt noch eine mit einem Dollar, kannst drunter legen und in deinem nächsten Flug spielst du wieder eine aus, die auch noch einen Dollar hat. Dann hast du insgesamt auch 3 mit Dollar daneben. Also würde sich das schon rentieren. Genau. Jetzt da alles, wenn du noch einen Dollar nachher spielst, dann lohnt sich's, genau. Okay. Dann kriegst du halt jetzt noch nicht, sondern erst, wenn du das nächste spielst. So, also das kostet mich. Wo bin ich denn hier noch? Das kostet mich 4 Schritte. Also ich darf jetzt nur einen da drauflegen, ja? Mhm, genau. Kann ich nachher da bleiben, um den nächsten abzulegen? Du fängst schon da wieder an. Ja, muss ich ja beide fliegen, um noch einen Würfel loszuwerden? Oder? Ja. Du kannst aber auch 3, egal welche, ablegen und sagen, du bleibst da. Also quasi... Ja, fliegt, du hast ja Tanzen nicht nochmal auf der Hand. Wenn du Tanzen noch... Dann geht's. So, das war Entschuldigung, dann geht's, ja. So, dann... muss ich jetzt 4 Benzin bezahlen? Richtig? Genau, richtig. Und gut. Gut. Dann kommt der Martin. Ich fliege zu Munchkull Lake. Das ist hier, das kostet mich 5, falle ich auf 2 runter. Mhm. So, und achso, den blauen, ja, den setze ich natürlich. Achso, du hast jetzt dir den grünen nicht genommen, oder was? Du bist jetzt geflogen. Achso, ja. Du musst dir den grünen nehmen. Bei dir drauflegen und dann darfst du auch noch verbessern. So, was entweder ich verbessere, hier unten oder ist vollkommen egal. Entweder oben einen Anzeiger weiter oder unten eben einen Schieberegler auf Anstellen. So, das war nochmal 2 Würfel. Ich darf 2 Passagiere. Zwei gleichfarbige. 2 Passagiere auf einen, einen Ort darfst du dann nehmen, zum Beispiel. Genau. Ich glaube, den schalte ich mal auf an. Okay, gut. Dann. Fliege ich nach Taco Bar, setze meinen Würfel hier drauf und jetzt gehe ich her und gebe noch eine Karte aus, um mir noch 2 Sprit zu nehmen. Mhm. Ja. Und fliege jetzt 3,6 kostet das. Ja, das kostet mich einmal 6 Stück und ich nehme hier den hier weg, lege den hier her und setze den hier 1 hoch. Genau. Du hast einen grünen Würfel gespielt übrigens, du kriegst noch 2 Karten. Warum durftest du jetzt, warum machst du denn schon so viele Verbesserungen, sagt man? Weil ich jedes Mal was verbessern darf. Mhm. Du hast doch auch schon. Was habe ich denn an Verbesserungen? Ich habe eine mehr, weil ich halt am Anfang diese... Nee, habe ich doch das auf 4. Und du hast jetzt 2 Verbesserungen. Und ich habe auch sonst nur 2 Verbesserungen. Mehr habe ich da auch nicht. Das 3. Ja, eine, weil ich die von Anfang an hatte. Ja, ich habe die auch. Ich fliege auf jeden Fall... Du hast 2, weil du hast einen Würfelspieler schon hattest. Also mach da nicht rum.
Ich fliege noch mal nach Tungsten. Jawohl. Mit, dann kriege ich noch 2 Benzin dazu. Jetzt habe ich, verstehe ich aber die Karte nicht. Du hast vorhin zu mir gesagt, wenn ich beim nächsten Mal eins... Ja, dann brauchst du aber noch ein Dollarzeichen, sonst bringt es ja nichts. Ach so, das bleibt nicht liegen. Für die nächsten. Nein, dann nimmst du wieder auf die Hand. Komm. Ja, man, falls das bei dir mal brauchen, schub uns. Egal. Ich habe gerade einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Auf jeden Fall bekomme ich 2 Benzin. Jawohl. Du musst ja nichts bezahlen für Fliegen, weil ich bleibe ja, wo ich bin. Genau. So, und dann nehme ich noch den gelben Würfel. Jawohl, so machst du das. Du. Und dann darf ich noch. Genau, und es ist noch was zu verbessern. Gut. Martin kann nicht mehr fliegen, hat keinen Passagier mehr. Ich auch nicht und du auch nicht. Also ist die zweite Phase rum, Flugphase, kommt die Einkommensphase. Also fange ich mal an, erhalte Geld entsprechend dem höchsten Ortswert. Das heißt, ich bekomme 7 Geld. So. Dann kriege ich nochmal pro Passagier, den ich abgesetzt habe. Das heißt nochmal 2. Und dann erhalte auf Belohnungs. Für die hier kriege ich aber nicht. Ich habe nur noch einen Sprit und keine 2 mehr. Das heißt, ich kriege keine Karte extra. Gut. So, jetzt kommst du. Du hast Tungsten. Das heißt, du kriegst 4 Geld plus die 2 sind 6. Gut. Und ich bekomme das, was war das? Ich kriege 5, ich kriege insgesamt auch 6, weil ein Passagier und 5. Ja. Und du kriegst noch ein Geld, weil du einen gelben Würfel gesetzt hast. Also kriege ich insgesamt 6. Jawohl. So. Dann habe ich noch 2 Sprit übrig. Dann kriegst du eine Karte. Genau. Genau, dann sind wir dann schon mit der dritten Runde rum. Jetzt kommt die vierte. Das heißt, die Wartungsphase, jeder würfelt seine Würfel und setzt sie einfach wieder hier zahlenmäßig drauf. Gut. Und dann wirf alle Ticketkarten ab. Das heißt, alle Ticketkarten, die wir gespielt haben, kommen auf den Ablagestapel. Niemals hier oder da. Gut. Ja, ist ja egal. Ist ja wurscht. Genau, und dann werden Tickets nachgezogen. Das heißt, ich ziehe, achso, gleich noch, ich ziehe 3. Du ziehst 3? Ja, ich habe es auf 3 gestellt. Okay. Und ich darf 4 behalten. Und du darfst nur 4 behalten, das heißt, du musst die restlichen abwerfen. 2. Genau. 2. Und ich darf nur 3 behalten. Ja. Genau. Das heißt, ich muss jetzt gucken, was ich abwerfe. Oh ja, Gott. Boah, aber gut, ich habe genug Auswahl. Ja, scheinbar. So. Sieht ganz aus. Ich lege schon mal hier die Reihenfolge fest. 3 Stück darf ich halten. Genau. Richtig. Du darfst 4 Stück behalten. Also da komme ich sowieso nicht unbedingt hin. Ja, den Rest lege ich dann auf den Ablagestapel. Ja. Super, das ist irgendwie ein bisschen doof, was ich so nachgezogen habe, muss ich mal so sagen. Das ist jetzt nicht so der Burner. Tja.
Achso, alle. Zeige natürlich wieder nach. White Horse. Hast du ja noch Schluck auf? Ja, super. Der Schluck auf des Todes. Kennt ihr ja den Schluck auf des Todes, ja. Ich würde sogar fast funktionieren, aber ich bin nicht als erstes dran. Also wenn sie nichts Böses macht, ist alles gut. Wenn sie nichts Böses macht. Weil sie fängt ja an. Du weißt schon, ich weiß. Ich weiß es leider. Hast du eigentlich vergessen. Ja, sie wird wahrscheinlich... Wenn ich verschieben will und Geld dafür bezahlen will, mache ich das auch gleich, wenn ich dran bin. Ja, wenn du dran bist, genau. Du gehst im Endeffekt her, setzt dein Pöppel. Dann kannst du eben die Aktion nutzen und danach kannst du verschieben. Jawohl. Und dann nimmst du dir zwei Würfel. Ah, lecco mio, ey. Oder vier, wenn du es darfst. Wenn ich auf Steg 3 gehe, darf ich auch nur von Steg 3 Würfel nehmen. Ja, natürlich. Aber du das darfst würde diese Steg-Sache ja nicht so viel Sinn machen. Genau. Gut. So, mach nichts Falsches. Ich gehe nach Steg 3. Ja, dann. Ich danke dir. So, bin ich gebe gleich ein Geld aus. Jawohl. Und verschiebe den rosanen Vierer. Nachsteck rein. Und dann willst du beide nehmen. Ja, okay. Dann gehe ich hier drauf. Oh, das ist doch scheiße. Ziehe eine Karte und ich darf zwei der gleichen Farbe nehmen. Habe ich mich verbessert? Ah, ich bekomme jetzt halbe 10. Ach, nee. Stopp. Das war für eine Karte, okay. So sieht es nämlich so aus. So rum war es, okay, gut. Nee, du wolltest die roten. Nein, ich wollte die... Nee, du wolltest die roten. Nein. Doch. Ich will nicht die roten. Du wolltest nein. Die roten. Natürlich. Ich nehme die blauen. Vor gleich, dass beide das gleiche Flugticket war. So, jetzt muss ich umdenken. Es dauert wieder eine Stunde. Ja. Ja, stimmt, das war jetzt nur zwei auf eine Karte, das andere war das ja. Ich habe mich da gut vertan, aber gut. Also gut, dann klappt es ja so schon mal nett, was ich davor hatte. Ich danke dir. Sehr gerne. Ja, ist okay. Ich immer wieder gern, du weißt das. Das ist das, das sind zwei. Gut, was? Genau, ich habe mich mit dem Bild vertan, da darfst du zwei verschiedenfarbigen auf deinen nehmen und hier darfst du nachher zwei Passagiere auf eine Karte setzen. Ja, das heißt, wenn du rein durch bis zu vier Würfel nehmen kannst, kannst du rein durch auf vier Passagiere in einer Runde absetzen. So, was mache ich denn jetzt wegen dir? Ach Mann, hey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich glaube schon. Leider ja. Ich habe leider die falsche Karte nachgezogen, aber egal. Also ich mache mir schon mal am Ende der Phase, kriege ich ja eh nochmal eins hoch. Weil durch Fähigkeit. Ja, die Treibstoffanzeige könnt ihr gleich anpassen, genau. Das heißt, du kriegst zwei dafür und dann halt. Darf ich auch gleich dafür? Nee, das ist doch nur, wenn du dafür kriegst du zwei. Hab ich schon. Also ja, schon gemacht, okay. Das ist jetzt echt doof. Ja. Okay, wenn ich das mache, könnte ich das und das hier machen, dann müsste ich jetzt einen da, ja, dann mache ich das so. Dann gehe ich auch daher, zahle 2 Dollar, setze einen roten hier runter und einen grünen hier hoch. Mhm. Dann nimmst du die zweite was. Genau, aber das war durch die Fähigkeit. Genau, so mache ich das. Und dann kriege ich 2 und nichts. Sonst nichts. Gut. Genau. Dann bist du fertig. Dann bin ich fertig, ja. Das wissen wir. Achso, ich fliege nach June Lake, darf mir eine Verbesserung nehmen. Mhm. Schreibt das da an und dann okay, hier kostet das 6 Benzin. Oh, na gut, musst du immer da bleiben, kein Benzin mehr. Und dann setze ich einen grünen Würfel da drauf und den grünen Würfel von John Deck. Und dann darfst du eine Verbesserung machen. Ja. Wenn ich jetzt quasi zwei gleich am selben Ort aussetze, kriegt auch 2 Verbesserungen. Ja, wenn du 2 ich habe jetzt Würfel nimmst, ist jetzt logisch jetzt eigentlich, wo ich hinfliege, ist eigentlich Lake logisch. Fliegst. Genau, darf ich beide gleichzeitig abgeben. Dann darfst du beide gleichzeitig abgeben, beide gleichzeitig nehmen und du zwei kannst 2 Verbesserungen automatisch machen. Okay. Genau. Und das gilt dann beim Geld auch, als 2 Passagiere abgesetzt und nicht nur... Genau. Genau, okay. Genau, pro Würfel
Denn du hast Farb pro Passagier pro Würfel. Okay. Du bist auch dran. Ne? Achso, ich dachte, sie hat schon. Nein, sie hat schon. Achso, Entschuldigung. Hammer mit Geldbenzin kam. Dann fliege ich jetzt Watson Lake. Ups, wupp, kostet mich 3. Gleich mal hier Kamera. Dann nehme ich gleich beide blauen hier. Ne? Ja. Bei Watson. Dr. Watson. Ja, legst du noch auf die Karte. Achso, ja. Den habe ich da, genau. Dann, was verbessere ich denn? Eine Verbesserung. Und ich glaube, mehr Handkarten zu haben, ist auch noch ganz nice. Gut. Ich fliege zuerst nach Cinnamon Strip. Was? Striptease? Striptease, genau. Ich setze den roten hier drauf. Und auf 1. Und nehme den roten. Und schon besser das hier. Ich habe kein Benzin mehr. Dann ich kannst du nicht kalkuliert. Aber ich könnte das geben, um 2 Benzin zu nehmen. Ja. Dann habe ich die auf jeden Fall. Nee, das sind, nur virtuelle. Das sind nur virtuelle. Du kannst die nur nutzen, um zu fliegen. Also kannst, du kriegst die nicht eingetauscht in richtiges Benzin sozusagen. Dann das heißt, du kannst nicht mehr fliegen, dann kommt der Martin. Ich habe keine Passagiere mehr. Okay, dann komme ich. Dann fliege ich nach Dawson City. Setze den hier ab. Gebe... die hier weg. Nehmen wir, also kriegt dafür 2 Benzin und es kostet 3, also ich gebe nur 1 Benzin aus und fliege hierher und nehme mir den grünen und dann verbessere ich das hier noch. Okay, gut. Dann habe ich einen grünen genommen. Du hast auch einen grünen übrigens genommen. Du kriegst 2 Karten. Ah, siehst du, dann hättest du doch vielleicht noch fliegen können. Ja, also dann guck mal, ob man fliegen kann. Ja, ich noch. Dann machst du noch nach, ja. Ja, dann nehme ich halt bis zu 2. Das gibt ja 1 Benzin. Pro Karte, nein, pro Karte kriegst du, nein, pro Karte kriegst du 1 Benzin. Warum steht denn bei mir dass du das da schon auf 2 stellen darfst? Ich habe da extra nachgeguckt. Ja, aber warum ist hier 2 eingestellt? Dass du 2 Karten ausgeben darfst, um jeweils 1 Benzin zu bekommen. Ah. Ja, dann gebe ich 2 aus. Ja. Und fliege hier hin, okay. Weil das hatte ich nämlich vor. Gut. Und dann kann ich nämlich noch den Rosshannen da hinsetzen und den hier nehmen. Jawohl. Dann hast du 2 Benzin. Genau. Ah, ich kriege übrigens 2 Karten noch. Nehmen. So. Also, mach deine Verbesserung dann noch. Verbesserung darfst du noch machen. Ne? Und ich habe hab meine Verbesserung schon gemacht. Genau. Genau. Ich wusste, dass du auch Benzin bekommen. So. Gut. Okay. Gut. Ich habe 2... Moment, jetzt kommt erst, was haben wir? Genau, wenn sie jetzt schon. Genau, jetzt kommt erstmal die Einkommensphase. Jetzt erhalten wir Geld, das heißt, du kriegst ich bekomme jetzt. 5 Geld. 7, 8, 9. 7, 8, 9, genau, du kriegst 9 Geld. Ist leider nur 5 diesmal. 5 und 9. Ich bekomme 4 und 2 sind 6. 7 Geld abgelegt. Genau, die gespielten werden abgelegt. Also, wir sind noch in der Einkommensphase. Okay. Haben wir erhalte Belohnung von Auftragskarten. Ja, dann ziehe ich eine Karte. Dann ziehst du eine Karte, genau. Ich habe nur noch 1, du hast 0, das heißt, wir beide kriegen nichts. Dann werden die Würfel neu gewürfelt. Okay. Das sind 5. Ach Gott, für der 5 und 1, guck das mal an. Ja. Läuft. Okay, halt. So, dann werden die Karten abgelegt. Und dann werden neue Karten gezogen. Ich darf 3 Stück ziehen und insgesamt 4 behalten. So. Das heißt, ich darf 2 ziehen und darf 5 behalten. Das ist natürlich. Ich darf 4 ziehen und 4 behalten. Alle unsere Schiffe. 4 ziehen und 4 behalten. Flugzeugschiffe. Nee. Das ist doch. Ich darf 4 Handkartenlimit von 4 und 2 ziehen. So rum, genau. Genau, richtig. So rum. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Das muss ich auch überlegen. Ich fange ja gleich an. So, wo kann ich denn hinfliegen, wo überhaupt was ist?
Also ihr dürft immer zwei von jeder Farbe nehmen. Ne? Wenn ihr also zwei nehmen, also zwei verschiedene, dann dürft ihr auch zwei jeweils von ja, ich hatte auch freigeschaltet, genau, vorhin, jetzt, genau jetzt freigeschaltet, dass es gehen genau. würde. Okay. Ah. So, wie viel darf ich mal? Vier. Also eins, zwei, drei. Und das war's. Das ist völlig beschissen. Also, wann gibt es neues Benzin? Nach der, jetzt am Ende der ersten Phase, bei der Boarding-Phase. Da kriege ich immer plus 1. Genau, da kriegst du immer plus 1, richtig. Ich darf leider noch nichts abwerfen, um Benzin zu bekommen. Aber da brauche ich ja für die Schrecke hier nur noch theoretisch. Wir müssen übrigens am dritten Tag. Ne? Ach ja. Es geht natürlich bis Sonntag, glaube ich. Und dann ist vorbei. Und dann ist vorbei, ja. Ah, okay. Super. Als ob die Arbeitswelt nur aus einer Woche Arbeiten bestehen ja. würde. Ja, und schon dafür arbeiten wir sonntags. Ja gut, dann reicht sich halt aus. Also übrigens, wenn man Würfel verschiebt von 1 auf 6 oder von 6 auf 1, ist nur eine. Ein Steg. Ne? Also, man kann weil man so andersrum geht. Ah, okay, gut. Gut. Das ist natürlich leer. So, ah, das ist schwierig. Na gut, dann machen wir mal die aus. So. Was denn, ha? Das kann nicht sein. Das kann nicht mehr leer. Mir ist langweilig, der Martin braucht so lange. Ja, Entschuldigung, ich bin hier der neue Jens. Das mag ich jetzt gar nicht. Was? Dann nehme ich. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Und danach könnte ich von da aus. So, und du so? Ja. Ja, okay. Hm? Wünsch mir einen Pony. Wünsch mir einen Pony? Okay, gut, kein Problem. Oh, ich könnte das nicht. Brauchst du aber hier einen Wasserpony? Warum? Mhm. Damit du da hin kannst. Ein Steg beginnt immer an Land. Ja, aber du kommst ja von der Seite, nicht von der Seite. Ja. Halt die Packen. Ach, ja. Ich mir ein Seepferdchen. Ein Seepferdchen, ja, das ist schon gut. Ein Seepony. Ja. Okay. Das hat echt bescheiden. Wir ziehen einfach. Ja. So, das war ja klar. Wenn du jetzt noch die richtigen Dinge nimmst, muss ich dich leider schlagen wieder. Wie, du willst mich schlagen? Vorhin auch schon. Nein, ich mach nicht viel. Du machst nicht viel? Nein, okay. Ich mach nicht viel diesmal. Diesmal mache ich nicht viel. Da habt ihr auch verschiedenfarbige nehmen. Ja, kriegst du noch, hast du zwei Dinge schon genommen? Hä? Zwei. Nee, ich kriege ja dafür. Kriegst da zwei jetzt? Zwei Benzin jetzt, genau. Dann kriege ich davon zwei Benzin, mein Bonus-Benzin ja, auf 7. Genau, gut. Genau. Ich gehe auch daher.
Und ich nehme mir. Mal, wie wollte ich das machen? Das wollte ich machen und das wollte ich machen. Genau, und da wollte ich zwei machen. Genau. Das heißt, ich nehme mir erstmal zwei Benzin. Und dann schiebe ich noch einen Würfel. 1, 2. Für 2 Geld. Und nehme mir die hier. Wenn das sonst klappt bei dir, oder? Ja, bei mir klappt's. Dann gehe ich nach Bar hin, dann nehme ich eine Kerze noch. Ja, guck mal, wo ist denn das? Dann gebe ich ein Geld. Mhm. Und verschiebe den da runter und nehme die 2. Jawohl. Wunderbar. So, Martin. Der Martin fliegt. Halt, du kriegst noch deinen Benzin. Ach so, stimmt, das muss ich auch nochmal. Ich krieg 1 hier noch. Und noch 1. Ich krieg 2 Benzin. Gut. Kann ich? Ja. Sehr schön. Ein Träumchen, sag ich dir. Ein Träumchen. Ich flieg erstmal mit dem roten Passagier hier hin. Setz den ab. So, wo ist denn hier der mein Watson hier? Da habe ich schon 2 blaue. Das erhöhe ich mir dann mal. Top-Karten abwerfen für mehr Benzin macht jetzt mal Sinn. Gut. Ich spiele Tune Deck und lege noch 2 drunter, darf gleich noch was verbessern. Verbessere das hier. Und nein, ich wollte gar nicht das Tune Deck spielen. Zuerst Tanksten natürlich. Dann nimmst du das zurück. Jawohl. Genau. Cheetah. mach das hier. Oh, das geht gar nicht. Ja? Fehlt mir ein Benzin. Genau, deswegen habe ich gerade so lange bei meinen Handkarten überlegt. Scheiße. Weil ich immer auf ein Benzin zu wenig kam. Jetzt habe ich ein kleines, sagen wir mal, Problem. Nennen wir es einfach mal ein Problem. So. Ja, das ist jetzt aber echt ein bisschen doof. So, sozusagen. Und sonst so? Wie ist das Wetter? Scheiße. Wenn man von der Spielepyramide angefahren hat, hat es geschifft. Ja, echt schrecklich. Als wir hier waren, hat es Gott sei Dank mal einen Moment nachgelassen. Und der Rasch hat auch so gestürmt. Naja. Naja. Das war jetzt ganz scheiße. Ich habe mich da echt vertan. Ich habe 1 bekommen. Du hast die erhöht, die du bekommst, das ist schon richtig. Und habe da 2 gekriegt, sind 3, da 1 sind 4, reiche 5. Ne? Wo habe ich mich denn da vertan jetzt? Da! Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, warte mal, jetzt muss ich aber echt gucken, was ich jetzt mache. Jetzt kann ich nämlich, ich kann nichts anderes machen. Okay, ich probiere es irgendwie anders zu regeln. Ich fliege jetzt erstmal nach Tanksten. Nehme mir den hier. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie. Ich könnte auch schon machen, ich gucke mal, wie ich das hier. Ja. Ah, doch, ich natürlich. Ich gebe eine Karte für einen. Ich krieg das ja sofort, wenn ich das mache. Mhm. Ja, mach du mal. Ich bin mir nicht sicher, weil du laberst dann immer dazwischen. Ich gebe eine Karte für einen Benzin. Und dann fliege ich mit allem, was ich habe, nach Dawson's Creek. Ne, Dawson City heißt es. Und gebe einen blauen, einen roten, einen Würfel dahin. Kann ich denn 2 Verbesserungen machen? Hm, das kann ich machen. 2 Verbesserungen, wenn ich 2 Würfel genommen habe. Ja, durfte ich doch gerade auch. Machst du 2 Verbesserungen genommen. Die. Okay, das geht trotzdem, aber ich kann leider das nicht machen. Du hast? Ja. Dann der FC Bayern und so. Ja. Und so. Ja, dann mache ich hier nochmal den Mannschkolleg hier. Kostet mich jetzt nur 2. Mhm. Gib den, achso, den grünen halt ab, logischerweise. Grün hast, kriegst du 2 Karten. Ne? Genau, der kommt hier drauf. Mhm. Dann kriege ich 2 Karten und eine Verbesserung. Mhm.
Was verbessere ich mir denn diesmal? Das ist, reicht jetzt, glaube ich, erstmal für die Zukunft. Aber auf 7 komme ich eigentlich fast eh immer. Ich glaube, dann mache ich Handkartenlimit noch ein höher. Habe ich 5 Verbesserungen? Das hatte ich. Da habe ich jetzt 1, 2, 3, 4. Was habe ich denn noch? Die, genau, die habe ich zweimal gesetzt. 5. Genau, habe ich auch keine Verbesserung vergessen. Nee. Okay. Karten gezogen, passt, ja. Gut. Dann fliege ich nach Chunlig. Ich kann jetzt halt keine Karten mehr drunter legen. Ich muss eine ausgeben, um ein Benzin zu bekommen. Fliege hier rüber und packe mein letztes Benzin noch aus. Und ich habe das ja verbessert. Das heißt, ich lege hier 2 drauf und nehme mir die 2 hier. Ganz schön pink bei dir. Und wolltest du uns damit irgendwas mitteilen? Nein, definitiv nein. Ich versage das hier. Und ich erhöhe 3 und 4, das reicht eigentlich gerade. Ich verbessere das hier. Okay. Gut. Dann kommen wir. Also, ich habe einen gelben gespielt, da kriege ich erstmal ein Geld. Ja. Und dann kommen die Einkommensphase. Martin hat angefangen, ne? Genau, ich bekomme insgesamt 5 ist mein höchstes, plus 2 Passagiere, 7. 7, genau. Ich bekomme auch 5 plus 3 sind 8. Ich mache einen Zehner. 2, 4, 6, 8. Ich mache mal 2, 4, 6, 8, 10. Ich tue mal 5 Zweier ja. In Zehner und genau. Dann, ja. Und ich. Okay. So, bitte schön. So. So, dann haben wir das. Dann ja. Hat das jemand? Hat jemand ja, noch ich habe noch 2 übrig. Dann kriegst du eine Karte. Genau. Dann kommt die Wartungsphase, das heißt, wir würfeln wieder alle. 1 und 2 habe ich diesmal. Mhm. So, und dann setzen wir uns wieder hierher. So. So, und dann werden alle Karten abgeworfen. Wir ziehen Tickets nach. Martin fängt an. So, 5 Handkarten, ich ziehe 2 nach. Mhm. Ich ziehe 3 nach. 5 Karten. Ich muss überlegen. Jetzt wird es. Wir gehen alle wieder auf Whitehorse. Genau, alle wieder auf Whitehorse. Genau. Und da unten einen Tag weiter. Friday for Future. For Future, genau. Friday for Future. Mein Wasserflugzeug fliegt mit Rapsöl. Mit Rapsöl, ja. Nett. Ja. Schon ganz schön abgekrast, ne? Das ist halt. Na gut, muss kurz überlegen. Ja. Ja. Von da aus noch irgendwas weiter. Da komme ich ja nicht hin. Durch das Abwerfen der Karten komme ich ja auch über 7, ne? Ja, aber für den Zug dann. Genau, ne? Für den Zug, genau. Das ist die einzige Möglichkeit, um über 7 zu kommen. Wenn ich zweimal denselben Ort auf der Hand habe, beim zweiten Mal des Ortes, verbrauche ich keinen Sprit und schon da. Dann bleibst du da, genau, richtig. Aber macht das Sinn? Wenn du sowieso 2 absetzen könntest, macht es nicht. Ja gut, ich setze eh eigentlich, ja, eben, das ist es halt. Das macht dann nicht mehr so viel Sinn, ja. Das ist halt. Das ist es jetzt. Thank you.
Scheiße, bin ich da echt weg. Das ist eigentlich ganz gut für die Fans. Aber ich muss ja nicht beide gleichzeitig ablegen, wenn ich nicht will. Ich kann ja da bleiben, einen rauslassen, dann nochmal dahin fliegen, dass wir ein zweites Mal fliegen dürfen. So, das kann schon. Rein theoretisch darf ich das. Natürlich, ne? Klar. Du darfst okay, dann weil ich meine fünf Karten nicht behalte. Gut, ich habe vier auf der Hand. Du bist auch durch, oder? Ja, ich habe darf mehr Karten behalten, ich habe. Darfst du dann anfangen? Ja, ich möchte gerne mein blaues Ding auf den fünften Steg dazu. Jawohl. Dann möchte ich zwei Geld geben. Jawohl. Um die grüne 1 so rum nach 5 zu schieben. Jawohl. Und dann hätte ich gerne die zwei grünen und den blauen. Okay. Vielen Dank. Gerne. Ich mag das gar nicht. Ja, ich auch nicht. Du darfst trotzdem, Martin. Ja, super. Ich danke für alles und nichts. Wann kommt denn das mit dem Weihnachtsgeschäft? Du kannst dein Ding verbessern. Das Weihnachtsgeschäft kommt ganz am Ende. Das ist dann eine Verbesserung. Da steht es mal auch verbessern hier. Und dann kriegst du am Ende des Spiels nochmal Geld. Yeah. Money. Ist halt echt blöd. Das ist halt echt blöd. Ich denke, das ist das. Ja, mein ganzer Plan ist gerade zunichte. Wegen mir? Ja. Das ist aber schön. Das sehe ich nicht so. Ist halt freundlich, wie immer. Welch? Ja, du. Ja. Das ist halt echt bescheuert. Farben von Würfeln darf man ja nicht irgendwie verändern, habe ich gehört. Nein, ich habe schon so Spray dabei oder so. Ah. Oh, ich das hat anders. Ja, das ist halt echt blöd. Das ist gerade echt bescheiden. So, ich ziehe erstmal eine Karte, weil ich es darf. Vielleicht bringt es mir das in meinem Plan noch irgendwas. Und nehme die beiden. Dann bekomme ich 2 plus 2 extra, sind 4. Fetch? Ja. Ich fliege zuerst nach Skagway. Was für ein Ding? Ziehen, du bist blau, ne? Ich bin blau, ja. Gut. Und dann lege ich 2 grüne drauf, dann bekomme ich dann 2 grüne, bitte. Nichts.
Dankeschön. Bitte sehr. Du hast zwei grüne, kannst du vier Karten nehmen, ne? Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Läuft bei ihr. Und zwei Verbesserungen, genau. Und der Martin kommt rein. Jo, ich fliege nach Taco Bay und lege gleich mal zwei Karten runter, um halt gleich eine Verbesserung zu machen. Ja. Ich muss aber noch zwei Karten ablegen. Ich guck mal eben. Warum musst du noch zwei Karten ablegen? Damit ich auf 7 komme und Sprit. Achso, ja, klar. Dann musst du noch zwei Karten ablegen. So ist das richtig. Ja, dann nochmal zwei Karten. Ich nehme mal lieber zwei Karten ab. Jawohl. Dann bin ich auf 7 und bin danach auf 0. Jawohl. Mach hier ein Blum, Blum, Blum. Wo bin ich denn da? Nimm die beiden, die ich halt drauf hatte, leg die ab für die beiden. Darfst du jetzt drei Verbesserungen machen, ne? Jo, drei Verbesserungen habe ich. Dann gucken wir mal. Drei Verbesserungen. So, dann gehe ich hier und fliege nach Cinnamon Strip. Kostet mich eins. Und ich gebe mein Geld. Was war das nochmal hier unten? Bekomme mein Geld. Da musst du noch zwei Karten abgeben, um ein Flugticket zu machen. Also zwei unterschiedliche statt drei. Okay. Bekomme ein Geld und kann eine Verbesserung machen. Du bist fertig. Ich bin fertig, ja. Also ich fliege jetzt nach Old Crow, ich sag's euch. Mach das. Das kostet mich 2, 5, 9. 9. 4 habe ich, dann mache ich 1, 2, 3. Du darfst nur 2 Karten abgeben. Ah, das ist immer die gleiche Scheiße. Und mal dann kann ich Bild nicht so weit fliegen. Nein, dann kannst du nicht so weit fliegen. Ich weiß gar nicht, na, warte mal. Ja. Das andere Leute hier mal. Ich finde aber, das Spiel ist besser, als es aussieht. Ja. Definitiv. Also das Spiel ist doch... Ja, dann mache ich das halt wie geplant. Fliege nach Destruction Bay. Mhm. Kostet mich 2 Sprit. Mhm. Und dafür bekomme ich aber dann schon wieder 2. Genau. Also war es umsonst. Und dann lege ich ein blaues da drauf. Jawohl. Und dann kriege ich das und darf man was verbessern. Genau. Was war das da? Das jedes Mal, wenn du hier das hier machst, also dann kriegst du noch ein 2 Geld. Ja, 2 Verbesserungen. So. Ich lege einfach mal 3 Karten hin. Fliege nach Skagway. Für 2. Dann wirst du nur noch ein Sprit. Jawohl. Kriege einen grünen und kriege 2 K. Und dann würde ich verbesserungstechnisch. Gut. Dann kann keiner mehr raus. Dann kann keiner mehr, ne? Dann, Martin, du hast angefangen, ne? Genau, dann, ich habe hier 7 plus 2 Personen, bekomme ich 9. Jawohl. Ich nehme mal den 10er und gebe 1 zurück. Ich bekomme nur 3. Ich bekomme immerhin 5. Okay. Bitte schön. So. So. Hier einer noch 2 übrig. Ich nicht. Diesmal. Ich, ja. Dann bekommst du noch eine Karte. Mhm. Eine Karte für dich. Genau. Dann würfelst du schon. 1 und 4. Ich kann irgendwie nicht so hohe Zahlen abwerfen. Karten abwerfen. Oh. Und ich dürfte wieder anfangen, wenn ich das richtig sehe. Und du fängst an. Mhm. Genau. So, weil ich als erstes da war, ne? Genau, du gehst auf Samstag. Und dann ziehen wir jetzt erstmal. So, erstmal noch Karten ziehen, genau. Du darfst Schwert anfangen. Du hast ich angefangen, ich ziehe 2 Karten. Genau, dann ziehe ich 4 Karten. 2, 3, 4. So, wir sind auch alle wieder zurück. Genau, wir sind auch alle wieder zurück. Lea. Lea. Und dann machen wir hier mal gleich. 2 Karten. Ah, ich glaube, den hätte ich auch mal erhöhen sollen, statt die anderen. Muss ich jetzt durch.
Drei von einer Farbe darf ich nicht nehmen, ne? Nein. Nur immer zwei. Immer zwei. Dann. Also ich gebe jetzt einen aus. So, muss ich mal kurz wechseln. Schon mal. Mhm. Dann bekomme ich zwei Sprit drauf auf 4 plus meine zwei extra, bin ich auf 6. Mhm. Was gibt's zu essen? Ja, aber ist cool. Doch, macht Spaß. Ich glaube, das wäre auch was für Nicole. Ich glaube, da könnte sie auch Spaß haben. Ich gehe hier. Darf man fragen, was du ausgegeben hast dafür? Das habe ich gebraucht. Kauft für 30 oder 32. Es kostet, glaube ich, so um die 40 ungefähr. Also ist okay. Mhm. So, dann darf ich noch einen verschieben. Und ich nehme mir die 3. Warum habe ich da jetzt eigentlich noch was liegen? Das ist schon fein. Ne? Das weiß ich nicht. Ja. Der Schummel-Cheater. Die 3 Stück. Und dann bekomme ich da nochmal 1 und dann nochmal 2. Ja, 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 ja. Ich möchte gerne auch auf 5. Okay. Mhm. Dann gebe ich ein Geld und rutscht die gelbe 4 bitte runter. Jawohl. Und dann nimmst du die beiden. Ja, die beiden. Genau. Wird ja sonst auch keinen Sinn ergeben. Nein, so ist jetzt alles. 2 und 3. So, hast du ja schon kassiert. Okay, gut. Martin, du darfst. Ich fliege zur goldenen 8, wenn ich 2 Karten abwerfe. Okay. Komme ich genau auf 8. Jawohl. Und zoom.
Und gebe meine Beine hier natürlich gelb-grün ab. Kriegst du nochmal 4 Geld, du kriegst pro Würfel, den du abgibst, hier nochmal 2 Geld. Genau, dann kriege ich schon mal 4 Geld. Mhm. Dann kriege ich für den gelben eh nochmal Geld, dann kann ich mir gleich einen 5er nehmen. Genau, wenn du noch einen findest, da unten ist noch. Das ist ja, doch genau. Also ein für den gelben. Ja. Und 2 Genosse. Genau. Mal Würfel, dann nehmen wir den schon mal. Dann habe ich einen grün, dann ziehe ich 2 Karten. Ja. So. Die 2 habe ich genommen und dann gucken wir mal, was für Verbesserungen ich hier mache. Dann nochmal eine Karte mehr ziehen. Und vielleicht für nächste Runde ist vielleicht nochmal Sprit Wahrscheinlichkeit höher auf voll zu gehen. Okay. Ja, versuche ich so. Ja, okay. Ja. So. Dann fliege ich erstmal nach Cinnamon Strip für ein Sprit. Und nehme ich blaue. Ihr habt immer so schöne kleine Zahlen auf der Hand. Irgendwie habe ich die großen gezogen. Und erhöhe. Mischt. Machen wir. Zumindest zum Ende. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich. Ein paar hatte ich ja hier noch, aber zum Ende. Das dann erhöhe ich hier. So. Okay. Passt. Passt, passt, passt. Pusht, pusht, pusht. Und das kann man auch solo spielen? Ja, allerdings hast du halt keinen Gegner. Okay. Und du kriegst halt 2 Würfel und du spielst auch ohne die Verbesserung. Okay. Und dann musst du halt einfach so viele Punkte wie möglich machen. Das ist eigentlich, ich habe es jetzt einmal gespielt, ich habe 122 Geld zusammen gehabt am Ende, also 122 Dollar. Und hatte 10 Orte besucht und war damit schon recht weit. Das Beste, was man kann, ist alle 12 Orte besuchen und über 100 Geld haben. Also das ist. Ist alleine. Also zum Kennenlernen ganz gut, aber du hast keinen Gegner. Halt zum Regeln lernen. Also eigentlich finde ich, könnte mal, ich habe mir schon überlegt, ob ich mich mal dran setze und ein Auto mal probiere, weil ich glaube, bei dem Spiel ist es relativ easy. Weil du könntest ja wirklich hergehen und sagen, okay, du ziehst Karten. Auf den Karten steht halt, wo er zum Beispiel hingeht oder sowas. Ja. Und er arbeitet aber ohne Geld und ohne Dings, sondern wird einfach nur über die Karten gesteuert und nimmt dir halt Würfel weg und Plättchen weg. Mehr muss er ja nicht machen. Es geht ja nur darum, dass er dir was wegnimmt. Ob er dann nachher, ja, dass er eine Karte zieht, wo drauf steht, welcher Steg. Genau. Und eine Karte, wo er hinfliegt. Genau, richtig. Ja. Genau. Groß und Ganzen muss halt so machen, dass er halt logischerweise, wenn man was nimmt, wo er halt natürlich auch was bringt. Ne? Das kannst du dann auf der Karte eigentlich regeln. So ein bisschen. Ne? Das richtig, halt, dass er dir auch theoretisch was wegnehmen kann. Genau, richtig. Ja. Was bist du gerüstet hin? Noch irgendwo? Ja. Ich habe mich, ich habe die falsche Karte weggeworfen wollen. Okay. Während sie überlegt, dass das obere heißt jetzt dann? Das heißt, so viele Orte, so viele verschiedene Orte, wie du besucht hast. Das waren die Orte, die ich besucht habe? Okay. Genau. Das ist halt bei mir echt nicht viel. Ich habe viele bei dieselben halt. Ja. Viele dieselben. Ja. Ich habe meine Stammkunden. Du musst halt, naja, du musst halt im Endeffekt gucken, dass du so viele wie Orte wirklich Orte auch noch besuchst. Ne? Das, nochmal mit entscheiden. Das sind halt schon mal ganz gute Punkte, ja. Aber ja. Die waren mit 10 zu wenig. Was? Kannst du gar nicht an dein Ziel kommen? Nicht an das, was ich ursprünglich geplant habe, nein. Es langt ums Verrecken nicht. Das Problem dabei ist natürlich, du musst die verschiedenen Orte alle ziehen. Ne? Wenn du so wie ich gerade dreimal den auf der Hand habe, hast du halt ein Problem. Ja, du schaffst es dann auch hinzukommen. Oder? Ja, und das sehe ich habe jetzt halt froh, dass ich in der Runde geschafft habe, hier noch mitzunehmen, das Geld mitzunehmen. Ja, da hochzukommen ist nicht so einfach. Ja. Vor allem, weil du halt immer hier steigerst, weil du halt immer hier startest. Ja, aber ich habe, wie gesagt, die falsche Karte weggeworfen und jetzt gar nichts nicht mehr. Ich könnte zumindest den Gelben noch versuchen, hier wegzunehmen. Indem du ja, das wäre das Problem. Also den zumindest mitnehmen, da kriegst du zumindest noch ein Geld. Achso, ich habe
Muss ich noch überlegen, warte mal. Aber ich will mal sagen, es ist unwahrscheinlich, dass du in der kompletten Runde nur einen einzigen Ort erwischt. Das wäre sehr unwahrscheinlich, Alter. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Sind wir immer noch am Samstag oder sind wir schon am Samstag? Am Samstag. Das heißt, einen Tag haben wir noch. Einmal arbeiten dürfen wir noch. Ja. Das ist ja noch so ein Neues, was ich noch nicht kenne. So einiges. Ja, schon lange nicht mehr hier. Ja. Ja, komm, dann fliege ich nach Bonn. 1, 5, 7. Genau 7, 3 komme ich wieder. Nimm den da. Toll. Darfst du auch 2 abgeben? Darfst du 2 abgeben? Dann gib doch den 2. auch ab. Dann kriegst du noch einen Grauen. Aber die hat dir keine Verbesserung. Nee, keine Verbesserung. Ja gut, da bringt der rein theoretisch nichts. Fingerteil ist eigentlich dann nur ein Platzhalter. Höchstens nur noch einen Ort zu besichtigen. Genau, aber sie war ja schon an dem Ort. Also richtig, höchstens vielleicht noch irgendeinen anderen Ort irgendwas abzuwerfen. Weil, ja. Weil du kannst den Grau und den anders noch irgendwie verwenden. Ich kann jetzt ja noch 2 Benzin ausgeben nachher. Was mache ich denn? Ich habe ja noch 2 Benzin, ich kann ja noch woanders hinfliegen mit dem Würfel. Du hast doch gerade 7 Benzin ausgegeben. Ja, aber ich bekomme ja hier für 2 wieder. Ah, das stimmt. Schlummer. Das ist ein Fuchs. Mhm. Ja, so fuchsig war das insgesamt, ne? Dann wäre egal. Nicht wirklich, aber egal. Gut. Ist aber lieb, dass du jetzt nach Fort Norman geflogen bist. Da wolltest du hin? Natürlich. Okay. Also ich mache aber trotzdem, gebe ihn trotzdem aus, weil er gibt dir ein Geld. Also du willst eh nochmal fliegen, okay. Also du bist schon fertig, sorry. Ich bin eh schon fertig. Ja? Du hast Geld von, genau, richtig. So, ich lege da beide drauf, auch wenn ich nur noch den blauen natürlich als Ding bekomme. Kriegst du nur den blauen als Bonus. Ja, aber ich krieg halt noch ein Geld für den Passagier, den ich abgegeben habe. Achso, das Geld kriegst du trotzdem. Und mehr, jetzt kriege ich auch noch ein Geld. Für den gelben. So, das heißt, ich habe eine Verbesserung. Dann tue ich dich auch mal dahin fliegen. Achso, sorry, ja. So. Eine Verbesserung. Achso, und 2 Geld kriege ich auch noch. Ich hab ja das 2er frei. Hm? Ich habe 2 Geldkarten liegen. Achso, ja, ich muss ja noch eine Karte abgeben. So, sorry. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich verbessere. Du kannst ganz schon mal fliegen, ich verbessere hier gerade noch. Ja, das hilft nichts, ich habe da nichts mehr, was da passend wäre. Ja, vielleicht nächste Runde dann besser aufbewahren, ne? Gut. Warte mal, ich gerade überlege, hat was Sinn macht. Hier darf ich auf die Hand nehmen, 5 darf ich behalten. Kann ich es gar nicht ausgeben. Okay. Dann verbessere ich jetzt. Das nochmal, da kriege ich 3. Ratten? Der Hund von Hans an Hund. Ja. Okay. Ich hoffe, wenn der Trimone da ankommt. Okay. Gut, dann Geld, Einkommensphase, Martin. Gut, ich bekomme halt 2 Passagiere und da, also 10. Mhm. Ich bekomme auch 10. Ich 8. Okay. Und ich kann gerne 2 ergeben. Ja, sehr schön. Gut. So. Willkommen, ja. Dann, das haben wir. Belohnung für da unten. Hat jemand noch 2 übrig? Nein. Ja. Doch, du hast schon 2 übrig. Dann da darfst du eine Karte ziehen. Karte. Dann würfeln wir die Würfel neu. Dann werfen wir die Dinge ab. Jawohl. Dann ist der Sonntag. Ja. Letzter Arbeitstag. Letzter Arbeitstag, genau. So. Karten auf 10 erstmal noch. Ja. Erstmal Karten auf 10 noch.
Du hast angefangen? Ne, du hast angefangen, du ziehst zuerst Karten. Dann ziehe ich jetzt drei Karten. Ne? 1, 2, 3. Ich ziehe 4. Eine Karte wieder abschmeißen. Unsere Flieger kommen wieder zurück. Kriegst du was hin? Ich bin zuerst dran. 5 habe ich auf jeden Fall. Theoretisch zurückfliege, bräuchte ich ja dann 7. Okay. Da bräuchte ich 7 von dann, wenn ich wieder zurückfliegen will. 4 will ich dann aber Rot darf ja entscheiden als erstes. Rot ist dran. Ja. So sieht's aus. Das bist du, ne? Ja, das bin ich. Ja. Sie mittlerweile warten auf dich. Ich bin fertig. Wie willst du hier nicht mal? Ach so, ja, ich dachte, du suchst noch Karten. Nee, ich habe meine Hand nicht. Ach so, sorry, ich dachte, du hast. Ich hatte schon den Blick, dass ich nicht fliegen kann. Dann dahin. So. Und gebe ein Geld aus, schieb den da runter und nehme mir die beiden. Gut, dann darf ich als nächstes entscheiden. Okay, bis vorne. So, na gut, schade. So, ich würde jetzt gucken, ich nehme, glaube ich. Ich dachte, wir warten auf Martin. Nö. Dann bekomme ich 2 plus 3 sind 5. Genau. Ich auch 5. Und die 2 kriege ich auch noch, dann bin ich bei 7. So. Na gut. Ich, ja. Ist ja wurscht. Ich gehe einfach da rein in die Zeit.
So. Jetzt mit durch. Nee, doch, meine sitzt auch, ne? Okay. Ja. Gut, dann fliege ich nach Inuvik und setze noch eine Karte drunter. Und darf dann eine Verbesserung gleich noch machen. Und mache das hier. So, ich habe 7 plus die 3, die ich ausgebe. Dann habe ich 10. Und nehme die beiden. Mhm. Und krieg nochmal 6 Geld. Das sind die 2, die ich abgesetzt habe. Und bekomme nochmal 2 Verbesserungen. Und dann mache ich die beiden. Na gut, dann fliege ich nach Old Crow. Dann habe ich da eine Verbesserung machen. Und setzt den natürlich. Nimmt den anderen noch mit drauf. Gibt dir nachher nochmal Geld. Und dann kriegst du noch einen Grauen dazu. Und kriegst 4 Geld. Und noch eine Verbesserung. Jawohl. Super, da bin ich. Ja. Also erstmal fliege ich einfach nur Destruction Bay. Mhm. Und tue aber nochmal 3 dazu für eine Verbesserung. Mhm. Dann fliege ich erstmal natürlich mit dem Grün erstmal noch rüber. Mhm. Ah, ich habe noch Geld, ich krieg noch einen Geld. Dann kriege ich für den Grünen erstmal 2 Karten. Ja. Und dann haben wir hier noch einen Ort drauf und es gehen mal 2 Verbesserungen. Mhm. 1 Ich hab den Kindern gegeben. Warum machst du das? So. So, ich bin durch. Ich auch mit allem. Gut, dann kann ich ja nochmal fliegen. Ja. Ich überlege gerade, wie weit ich denn theoretisch komme. Deswegen muss ich meine 2 noch runterfahren. Entschuldigung. Mhm. So, 3 habe ich noch. Mhm. Und 2 kann ich schon ausgeben, also 5 komme ich noch weit. 5 komme ich weit, ich überlege gerade. Ja, brauche ich ja nicht lang. Dann nehme ich jetzt hier einfach nochmal hier mit hier voller Erweiterung Tunsken. Und wenn da nichts liegt. Obwohl, Moment, mal kurz überlegen. Das sind aber 6. Warum? 2 und 4 sind 6. Stimmt. Jetzt und den neuen Kärtlash kannst du eins wegschmeißen für Benzin. Nee, er hat schon die 3 für Benzin, 2 für Benzin. Da habe ich jetzt noch nicht, ich nehme jetzt erstmal zurück. Das passt ja da nicht. Ja. Das kann ich ja da gar nicht hinfliegen. Im Moment hast du nur 3. Momentan habe ich 3. Auf 5 komme ich hoch. Ist aber nicht egal, wo ich den Gelben dann absetze. Ich kann auch irgendwo hinfliegen, wo ich gerade hinkomme. Du kannst ja Dawson City, hast du schon noch eine Stadt besucht. Ist ja wurscht. Eben, richtig. Dann fliege ich 3, du hast 3. Eben, ist ja egal, genau. Ich habe die 3. Fliegt er hoch, genau, kriegt das Geld noch fürs Gelbe. Genau. Setzt da drauf auf die 3 Karten. Auf die, genau. Genau. Kriegst einen Grauen. Ja, aber leider kein Bonus, aber ich habe eine Stadt gezogen. Genau. Richtig. Genau. So, jetzt kommt die Einkommensphase. Mhm. So, also ich habe jetzt 12. Mhm. So, Carmen. Carmen. Du hast auch 10. 28 und 10. Plus. Achso, die hast du schon, die habe ich vorhin schon genommen. Also ach so, ja, okay, dann kriegst du 4, bis die 10, dann kriegst du 14. 2 pro Würfel? Ja, dann kriegst du 14. Okay. Ich, mein höchstes war halt im Prinzip 4, ja. Plus 2 sind 6. 6, genau. So, und dann mache ich mal umschalten. Dann gehen wir mal in die Schlusswertung. Ja. Ist das so? 1, 2, 3, 4, 5. So, und hier nochmal ein 5er raus. Ich mache hier nochmal 25er draus. Und dann machen wir das ein bisschen 1, besser. 1, 2. Ja. Passt doch. Kann ich auch so machen. Ist einfach. Okay, also. Das heißt, achso, ich hatte da nichts mehr übrig. Hatte dann noch jemand was übrig? 2 übrig? Ja. Nein. Schon 2. Dann kriegst du eine Karte, bringt ja nichts mehr. Gut. Eine Karte bringt nachher nichts mehr. So, keine also, Punkte. Es gibt erstmal die Punkte, die wir natürlich hier verdient haben im Laufe der Partie. Hm. Dann durchs Weihnachtsgeschäft, da kriege ich jetzt nochmal 4. Ich mehr einen 5er. Du
kriegst auch 4. Ich bekomme 7 durchs Weihnachtsgeschäft. Okay, bitteschön. Einmal 7, bitte. Jawohl. So, und dann kommen noch durch den Schalter, den habe ich aufgemacht. Das heißt, ich bekomme 2, 4, 6, 8, 10 nochmal. So. Das haben wir, das hätte ich auch machen können. Und da habe ich gar nicht mehr drin, den Schalter. Ja. Dann gibt es dann eben noch für die besuchten Orte. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, ich kriege nochmal 29. 1, 2, 3, 4, das 5, heißt, 6. Das heißt, 25. Ich kriege 30. Okay. Ich kriege 11. Du kriegst 16, bitte. Du kriegst 16. Dann kriegst du 1, 2, 16. Und dann wird auch zusammengezählt. 5, 6, 5, 6. So. Die 7 habe ich. Genau. Kriegst du sonst noch ihren Bonus? Ja, sonst gibt es keine Bonus. Nichts mehr, genau. Das heißt, okay. Jawohl. 75, 85, ich habe 91. Okay. 71. 60. Ja. Ich habe 68. Okay, Wahnsinn. Gut. War bei uns knapp und er hat schon mal gespielt. Eben. Ja, das Problem ist, ich bin den Fall. Ich hätte statt hier auf die 7 zu gehen, hier lieber nochmal drauf gehen sollen. Ja, da hätte, das ist dumm, dass man da hätte ich zumindest da auch nochmal ein paar Punkte bekommen. Na gut, bekommen. Sind 6 Geld, genau. Das wären aber jetzt 6 mehr zum Beispiel. 4, ja, 3 mehr, dann ist genauso viel wie sie, weil du ja 3 Geld weniger für dich Weihnachtsgeschäft hättest. Bei dir wären es 3 mehr gewesen, bei dir wären es... Ja, wären es deutlich mehr, also wären es 8 gewesen und 2, also wären es 6 mehr gewesen bei dir. 6 Geld mehr. Egal. Egal, fürs erste Mal spielen war es gar nicht so schlecht. Doch gut. Also ich finde es echt ein ganz nettes Spiel. Also, ja, das definitiv macht man, Laune. Ja. Man muss echt über, also wie gesagt, wenn du alleine spielst, ist es halt wirklich so, du machst halt einfach so. Ne? Dann nimmst du eh die Würfel, die da liegen und dann musst du auch. Den Funkreiner dazwischen. Ja, du musst halt auf nichts achten und nichts. So wie die eine Runde du, wo du einfach die Würfel wegnimmst. Ja, das ist dann halt. Ne? Dann ist halt auch wichtig, also für mich war es jetzt zum Beispiel auch super, dass ich in der letzten Runde als Erster nochmal drankomme, weil ich nicht wusste, geht vielleicht noch da jemand hin, weil. Zum Glück hat es bei dir ja die Runde vorher nicht geklappt, weil wenn das geklappt hätte, hätte ich auch deutlich weniger gehabt. Ja, ich hätte die Karte gebraucht dann. Ja, also. Genau. Ey, vor allem, ich hatte ziemlich früh im Spiel die dreimal auf der Hand, wo ich mir denke, da kannst du eh noch nicht hin. Am Anfang ist das halt Müll. Ja, gut. Ich stimmt. Hätte die zum Ende hin gerne gehabt. Ja, klar. Weil du, solange du hier noch nicht verbessert hast, wird es schwer, da Karten abzuwerfen. Hast du halt auch noch nicht viel auf der Hand. Wobei, in der ersten Runde hast du ja recht viele Karten auf der Hand. Aber du kannst ja noch nichts abwerfen dafür. Ne? Also, ja. Das ist echt schwer. Wenn du nicht gerade die Fähigkeit hast, dass du da schon auf 2 stehst. Richtig, ja. So, das kann man hier. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, definitiv. Ja, doch, definitiv. Also das Aussehen täuscht von der Qualität. Ja, es ist halt nicht so ein bisschen so. Es ist halt so ein bisschen. Weiß nicht, so aquarellmäßig. So, das war also unser Spiel zu dritt, Yukon Airways. Hab gesehen, bei mir lief es ganz gut. Ich habe sogar geschafft, bis ganz hoch zu fliegen und Passagiere abzuliefern. Das klappt nicht bei jedem Spiel. Und ja, von daher lief es ganz gut bei mir diesmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich natürlich über jeden, der meinen Kanal abonniert. Und wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Videos von mir. Macht's gut. Ciao, ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen. Bis bald und spielt noch schön.